So, mal gucken, ob es jetzt geht. Wie schön, dass wir uns eben so schön vorbereitet und vorgestellt haben, vor allem für nichts. So, egal, jetzt egal. Jetzt ja. Immer wieder ein Match drin. Also, ja, Slipknot hat schon einen Stop verloren. Ich hab bekommen, ne? Ja, ja, es ich ist so schnell. So schnell. Auf, kein ja, Audio. Ah, moin. Ey, Deni ist hier. Der Falcomane. Ja, also, ich meinte, dass Roy gut, ein guter Rushdown-Charakter ist, welcher vielleicht Probleme für Wario machen könnte. Und das sieht auch so aus. Close, das war close. Also ganz ehrlich, bei meinem schlechten Day wäre ich da einfach gestorben. Okay, Schneidteil. Okay. Aber immer noch der Prozent lief für P. Ich habe jetzt ein paar Mal gesehen, Slipknot versucht hier immer mal wieder mit der Backyard zu neutral zu spielen, so ein bisschen wie so ein Cloud, das man in der Backyard tut. Ja. So ein bisschen auf Abstand halten, diesen Rushdown verhindern und versuchen irgendwie keine Lücke zu geben, aber klappt bis jetzt eigentlich gar nicht so gut. Aber guck mal, Warft? Das kann schon wieder alles changen, also vielleicht ein Update jetzt noch und dann ist es wieder even. Oh! Ja, und da ist es wieder even. Krass, Ah, ich weiß gar nicht, wie accurate muss dieser Input sein, dass dieser Up-Air Warft hittet? Ist es so, ja, zwei Minuten Custom Mode oder ist es schon eher fancy? Naja, ich glaube, das ist eher so, kommt von Erfahrung eher, dass du das so übst, aber das wird jetzt sicherlich nicht allzu schwer sein. Oh, das Bike! Okay. Okay, jetzt die Frage, wie will da jetzt irgendwie Slipknot wieder zurückkommen? Ja, er ist halt ganz egal. Okay, der Jab war noch. Er muss ja irgendwie wieder zur Stage zurückkommen. Der Update, das ist eins. Das ist strong. Also, das Game, geht auch sicher früher. Game 1 an den Saft, an E. Okay. So. Okay, wollen wir uns jetzt einfach nochmal. Wir haben kurz einen Moment Zeit, so bis das zweite Game beginnt. Zumindest für so 10 Sekunden nochmal. Mikrovorstellung, weil wir uns eben nicht gehört haben. Ja, können wir machen. Genau. Ich war der Sora's Charm. Ich bin Rajitsu. Und ja, wir haben beide mittelmäßig Ahnung von Smash. Ich ein bisschen von Commentary durch die Zeit bei Münster Esports. In League of Legends Commentary für größtenteils Division 2 und 3. Aber eigentlich alle Divisionen durch, auch mal Division 8. So, zurück zum Game. Wir sind wieder auf Battlefield. Oh. 48. Durch Abwehr. Aber wer hat denn letztendlich die jetzt hat sich ja offensichtlich Slipknot für die Stage entschieden. Fällt ihm ja einfach leichter, da, ich sag mal, zu Ladder kommen, right? Und ja, das stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass so 5-10% später erst dann der Warf gilt. Das ist ja eigentlich relativ egal, oder? Ich meine, das killt ja basically nicht bei Zero, obviously, aber du hast halt zwei Back erst und du hast die Prozente für einen Warf. Ich denke auch, die Plattformen können auch für Warf ganz gut sein, wenn du jetzt den Tag nicht bekommst, dass du einfach dann den Warf rauslässt und dann ist das doch gleich. Ich finde das echt schwierig, wenn ich jetzt selber gegen Mario spiele, ne? Dass die Neutral eher zwei Hitboxen hat. Dass die so lange hält vor allem. Ja, ja. Das genau. Ist immer so für den Schild dagegen los, aber generell tue ich das viel in Smash. Das haben eigentlich ein paar Charakter, so. Weil ich spiele Terry, der hat das auch. Es ist ungefähr so gleich, bloß dass er nicht den Fuß, sondern die Hand nutzt. Der erste Top? Also ich finde, es sieht halt aus wie sowas wie, keine Ahnung, als Beispiel Padlotena. Da siehst du halt, wie lange die Hitbox geht von der Nähe, weil dreht sich halt die ganze Zeit im Kreis, ne? Aber ich finde, man sieht das bei Wario immer ein bisschen schlecht. Zumindest wenn man das Matchup nicht so genau kennt. Das ist wieder dead even. Ah, das schöne Kombo. Oh, Moment. Oh, Reverse. Die Back Air. Na, hat deiner Spike versucht, aber nicht gehittet. Aber trotzdem, die Advantage Stage sitzt. Ah, okay, Bike hat geholfen. Aber er hat noch keinen Warf. Es sind trotzdem gute Prozente. Jetzt ist der Warf da, hab ich richtig gesehen? Ja. Jetzt ist es gefährlich für E. Du kannst doch so gute Psychospielchen mit dem Warf machen. Es ist wie so ein Little Mac mit seinem KO-Punch, da musst du so aufpassen. Und eigentlich passt du dadurch noch weniger auf, wenn man so ein dieses gewisse Maß an Panik immer auch drin hat.
bisschen geheilt. Es ist halt so even. Es ist aber ein guter Combo-Starter, es reicht. Jetzt noch ein Edgeguard. Ah, Klassiker, mit der Wario Back Air versuchen, auch den Stock zu holen. Der Tech Chase. Nein. Krass. Guter Grab. Die Abwehr killt noch nicht ganz, oh, aber die Back Air tut es. Aber wundert mich, dass eben die Abwehr nicht gekillt hat. Das war ja auch noch Sweet Spot Abwehr. Ja, I guess. Ja, gut, das ist halt normales Battlefield, ne? Da ist die Hitbox oben oder die Dead Zone ein bisschen höher oben. Na, ah, das Bike. Ich mag das Bike. Schade. Okay, 160%. Ja, also Lipnor schafft es nicht ganz, den Stock zu nehmen. Oh, und die Combo. Oh, es geht weiter. Knapp 30% gemacht. Das Fiese ist ja, jetzt kann ja Slipknot, also Wario, gar nicht so richtig gut in irgendeinen Kill-Confirm reinkommen und muss hoffen, dass er irgendwo einen Hit findet und während halt bei Roy immer weiter die Rage steigert. Oh. Und das war der F-Smash. Schön gemacht von Ease. Das war ein guter F-Smash, nicht Up-Smash. So. Das ist schon das 2-0. Aha. Ist ja noch ein Losers Round, ne? Ja. Das könnte es dann für Slipknot vielleicht sein, wenn er jetzt das Game verliert. So, mal gucken. Sind wir jetzt nochmal auf dem normalen Battlefield oder wird es einen Swap geben? Aber gab kein Swap, ne? Die sind nicht zurückgegangen. Na doch, es ist ein Small Battlefield. Okay. Vielleicht für Slipknot mit Abwehrkillen. Echt, ich hatte eher das Gefühl, dass es für Roy besser ist. Weil horizontal ja Roy ganz gut kommen kann. Es ist wieder so eben. Jetzt mache ich so gerne, ne? Einfach mal liegen bleiben, rechne keiner mit, ist super. Ne, oder an der Ledge hier, einfach mal. Einfach mal chillen und hängen bleiben. Kleinere Interaktion im Neutral Game, aber jetzt kein großer Hit, außer von Slipknot gerade. Mit den Nairs. Okay, on Ledge kann Roy killen. Oh. Ich dachte, da käme jetzt noch ein Up-Smash raus. Ja. Da wollte er Tech chasen. Der Spike. Oh Gott, ich bin immer so hyped, sobald ich sehe, dass jemand das Bike in die Hand nimmt. Ich will einfach Reifen fliegen sehen, quasi. Reicht dann irgendwie dann doch nicht, weil irgendwie ist das Projektziel gar nicht so gut, außer für mich, weil ich da mal reinfalle. So, der Throw reicht leider nicht. Aber das könnte... Das war's. Aber es könnte auch ganz leicht... Ja. Und da. Ich finde das so faszinierend, wenn so gerade Roy-Spieler, man sie am häufigsten sieht, diesen Reverse Aerial Rush aus dem Stand so gut hinkriegen, so consistent und es immer schaffen, mit einem Ball, mit einem Jab zum Beispiel da reinzukommen und... Ich bin ja schon mal froh, wenn ich einen normalen Raw hinkriege. Oh, aus dem Stand. Es gibt noch kein War. Weil ich gerade die Up-Tilts gesehen habe. Aber da ist er. Das ist ja so oder so gut. Unfassbar gut zum einfach Prozente bekommen. Nice. Der Mixer. Okay, Warp ist Warp. Ready. Jetzt frage ich, will er eigentlich die Warp benutzen? Oder will er halt für den nächsten Stock noch versuchen aufzufangen? Aber ist ja. Aber du kannst Wolf doch als Recovery nehmen. Wenn du unbedingt brauchst. Ist ja Saus machen. Oh, so ein Glück. Oh, schön. Down Tilt Dash Attack. Ist aber auch so ein Klassiker. Ja, ja. Gibt's schon immer. Und da hat der Roy einfach mal gerade mal 50% von der guten Wario-Kombo bekommen. Oh. Und Wolf ist immer noch da. Stimmt. Ich habe hier Hoffnung für Slipknot. Wenn er jetzt irgendwie aus diesem Disadvantage rauskommt, wieder zumindest eine Sute zurücksetzen kann, habe ich eine Chance, dass es zu Game 4 wird. Der Edge wird noch nicht. Ah. Aber diese Back. Nice ist 7. Ah, jetzt ist ja der Waft weg, ne? Der ist jetzt nicht. Der ist immer noch da. Der ist immer noch da. Schöne Combo. Na, kurze Ladder. Oh, schön. Oh, 62. Das ist schon wieder ihm. Ich habe dich einmal angeguckt. Oh mein Gott, der Waft-Kill. ich erwarte nichts Schlimmes und höre nur rufen. Ich arbeite für diese Scheiße, weil er vom Wurf gekillt wird. Ich habe einen honest Character.
Aber da hat Slipknot endlich mal ein Game gewonnen. Also ich will mich ja jetzt nicht cool fühlen, ne? Aber ich sehe unten im Chat, ja, zum ersten Mal gechattet, mein Bruder, der Hallo Sean sagt. Oh. Weil die Family ist da, meine Mutter guckt zu, ich darf nichts Böses sagen, ne? Also, ich weiß nicht, ob sie zuguckt, aber... Keine Beleidigung. Keine Beleidigung, sie sind ganz nett, also auch die Menschen, die hier sitzen, sehen wirklich super gut aus. Da stimme ich zu. Ich weiß nicht, wer den besseren Bart hat? Das ist... Ich glaube, wir müssten mal hier so eine Epitech-Bart-Tier das machen. Ja, stimmt. Also ich habe bestimmt nur so einen maximalen C-Tier-Bart. Deiner ist so ein D-Tier. Na gut, egal. Und wir gehen wieder zu Small Battle. Mit ihm versucht er mit nach der Nair mit einem Grab. Ah, die Nairs von Mario sind scheinbar ein gutes Neutral-Tool. Abdi hätte gepunished werden können. Aber. Wort nichts. Ich glaube, ich finde, also ich habe das Gefühl, der Grund, warum bis jetzt das Game eher für. Oder das ganze Set eher für E aussieht, ist, weil. Ich weiß nicht, ob es mir so vorkommt, aber hat Slipknot einen Jump Habit, wenn er die Neutral eher misst? Das kann gut sein. Also ja. Manchmal bleibt er auch einfach unten und shieldet, aber ich habe bis jetzt mehr den Jump gesehen. Kann ja sein, dass das so unfassbar safe ist und man daher einfach dafür gehen kann. So ein bisschen bei Falco, sein Double Jump, wenn man von irgendwas getroffen wird, erstmal raus. So, gute Kombo. Mhm. Immer noch. So viel mehr im Vorteil für ihn. Ich glaube, jeder Hit könnte es schon sein mit Roy. Nair könnte killen. Alles. Das sind ja auch 70%, ne? Oh, killt der Throw? Ja, absolut nee. Nicht. Roy hat keinen Kill. Man kann ja mal träumen. Mario müsste bald Wurf da. Er wollte ihn gerade two-frame, ne? Mit dem F-Tilt, aber hat leider nicht gehtet. Mario bei 200%. Es ist vor allem auch beide drei Stock. 205. Es sieht ja auch so aus, als wenn ich Bayonetta spiele. Sonic Game. Sonic Game. Ich habe neulich gegen einen richtig guten Rushdown Sonic gespielt und das war richtig gruselig. Ich dachte, ich kenne den Charakter nicht so aggressiv seit Brawl. Und selbst da war er schon so ein bisschen campy. Okay, Warf ist ready. Rage ist da. Aber irgendwo muss er jetzt... Ja. Der Upthrow killt, goddamn. 200 muss er irgendwann killen. Ja. Und jetzt wird Roy ein bisschen panisch. Schmeißt mit vielen Aerials um sich, versucht noch irgendwie Prozente zu machen, bevor er selbst rausfliegt. Schön. Alright. Jetzt ist es wieder even. Ja. 20% Unterschied. Und das ist in so einem Matchup, wo so eine gute Berührung eigentlich immer 40-50% bedeutet, eigentlich gar nicht so extrem viel. Zumindest nicht, wenn beide frisch den Stock haben. Außer Wario und Warf, dann sieht es ganz anders aus. Oh, diese kleinen Leather-Kombos sind so schön, ey. 16, 18. Aber. Oh, Update Gaming. Wie viele Updates waren das jetzt? Hast du gezählt? Ich glaube, 4. Hat gereicht für 44%. Warum ich mitten habe, will den Warf raushauen, aber. Da war er wieder, der Jab und Instant Back Air in diesem Reverse Aerial. Oh. Up Tilt Waft! Und es ist wieder... Sie haben beide 0%! Nur die von den Zuschauern schreien auch schon alle rum, ich kann nicht mehr, ich würde ja auch gerne schreien, aber ich höre mich selbst übersteuern, das gefällt mir nicht. So, ersten 40% auf Mario. Aber jetzt weiß ihr, dass der Waft nicht mehr da ist und kann es vielleicht aggressiver spielen. Schöner Grab. Okay, 86. Du bist ja sowas wie... Na. Jabback, er sollte nicht an Ledge killen, oder? Auf Wario. Dafür ist er noch ein Ticken zu... Nicht unbedingt nicht zu schwer, aber es wäre knapp mit richtigen DI. Ja. Und der Tech Chase mit der Dash Deck. Komm, Becker. Der Becker. Ah. Oh, was hättet? Na, der Whiff. Longo gerade im Hintergrund, nicht das Maul zu weit aufmachen. Noch ein Abwehren. Oh, es ist so close, Mann, irgendwo ein guter Hit.
Oh mein Gott. Okay, Get Up Attack. Das war schön, sehr schön. Okay, jetzt sind es gerade so ein bisschen beide Beine beruhigen. Ist alles gruselig. Es ist es, boah, es ist wirklich, ich schwitze schon den ganzen Tag, aber... Ah, shit. Er chillt. Oh. What? Schönes DI. Oh mein Gott. Oh Gott. Der Aerial Dodge. Oh! Die Becky hat gekillt! Schön. Schöne die Becky hat gekillt. 166%. Wie viel Rage musst du haben? Meine das Güte. Das war, glaube ich, Max Rage. Also wirklich, ey. Aber auch einfach... War auch einfach wirklich geduldig gespielt. Und schon? Sagen. Game 5. Es ist 2-2. So einfach geht das. Und dabei sah das am Anfang richtig gut aus für I. Genau. Jetzt ist die Frage, ist er zu confident geworden? Oder ist jetzt erst Slipknot richtig ins Matchup reingekommen? Ich glaub, oh, hat er die Legen. Er hat adapted, also... Er weiß jetzt, was er machen muss. Oh, ich bin so gespannt. Also wirklich, ich zitter aber auch. Ich weiß noch nicht, ob es der hohe Koffeinkonsum ist oder dass sie hier casten. Beides. Beides. Okay, Game 5. Eine andere Stage. Smashville. Und da sind die ersten 40%. Oh, 50 sogar. Okay, und schöner Grab. Okay. Also, das ist komisch, ne? Jetzt ist das Tempo wieder viel höher als letztes Game. Zumindest jetzt am Anfang, wo so beide mutig sind. Beide haben 3 Stocks, haben nicht allzu viel zu verlieren, was jetzt zumindest dieses Game angeht. Ja, mit der Nähe. Schöne Nähe. Okay, ab er leider. Das hittet doch. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Es sind eigentlich wieder, es ist so ein Matchup, es sind beide bei Kill Percent, eigentlich bei 70. Genau, genau. Beziehungsweise 40, wenn der Wurf da ist, der Pupser. Pupser. Okay, Edge Guard. Er macht das so frech, aber so gut mit diesen. Einfach mal mit dem Weißern ausholen. Also es sind einfach, was sind das, 10-15% im Markt, die man wieder herstellt? Oder ist es abhängig, wie viel Prozent jemand hat? 12%. Abhängig? Oh, der F-Tilt. Das ist auch ein ziemlich stronger Move von mir. Oh, und direkt wieder even. Da ist es. Down-Tilt Dash Attack knechtet einfach jeden, was er nichts. Er macht den ersten Move. Also, das ist eine schöne, spannende Serie, das finde ich gut. Ist nicht so eintönig. Oh, ich dachte, er geht für noch eine Fair. Hatte ich auch gedacht. Achtung, Hype, das Bike ist da. Was es heißt, irgendwas Cooles passiert jetzt? Jawohl! Ich liebe das Bike, Mann. Ah, schmeiß nochmal. Okay. Der warft? Jawohl. Oh, er macht das so konsistent. Es ist so gut. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, die Down. Das war auch wieder gruselig. Also, wenn jetzt der Barrio ein Backer oder so gemacht hätte, hätte ich jetzt nicht auch zurückgekommen. Barrio ohne Warf? Nee. Oh. Die Down Air. Oh mein Gott, das war's. Das ist es. Das ist es. Er wurde auf uns zurück. Oh mein Gott. Das war ein schönes erstes Set für Top 8. Aber das Schöne ist, diese beide sind glücklich, umarmen sich. Der eine ist ein bisschen mehr fertig als der andere, aber beide freuen sich. Das war super. Das sind Freunde.